Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwert Schild, ihr Libiskus-liebenden Menschen. Und mit dabei sind Flonk und Johnny. Und ich, Igel. Hi. Hallihallöchen, meine Popöchen. Ihr Libiskus-liebenden was? Menschen, ja. Oh, mein Zug kommt! Oh nein! Schnell holt ihr ein Ticket! Wir müssen mit dem Zug fahren! Toll, Iga, hast du gut gemacht. Das haben wir nicht gekriegt. Toll, Iga, danke. Okay. Und zwar, jetzt würden sich Leute denken, yo, what the fuck, warum fährst du mit dem Zug? Und ich denke mir so, Alter. Umstyling! Fashion! Fashion, oh, Leute. Oh Gott. Ich hab das ganz vergessen. Ich müsste auch genau diesen Bahnhof erwischen, ja. Warum musst du jetzt eigentlich so reden? Das ist der Frankfurter Bahnhof, Alter. Nochmal, wir haben einen Pepsi. Warum fliegst du nicht einfach? Ich wollte den Joke mit dem Bahnhof bringen und ich wollte einmal den Bahnhof benutzen. Fun Fact, Johnny ist schwul. Moment mal. Deshalb ich mir jetzt dieses gratis Pokémon nicht schnappe. Stimmt, das können wir weitertauschen. Stimmt, ja, Fleckmann ist ein Pokémon. Beweis es mir. Ja, was für ein Feind ist das? Das kommt aufs Thumbnail, alle werden sich dann denken, what the fuck. Erik guckt dieses Video und denkt, diese Bälle da über ihn schweben, das finde ich immer noch sehr cool. Ja, Saverio an sich ist eigentlich echt cool. Nur habe ich andere Gründe, warum ich hart enttäuscht bin. Ist not geil. Korrekt. Ich schreit's nicht mal ab. Ein paar Mal ist es auf Level 30 oder so. Ich hätte gelacht. Oh. Ja, selbst wenn. Das hält mich nicht auf. Fleckmann ist wie ich. Einfach faul. Einfach hässlich. Ja, auch. Fleckmann ist nicht hässlich. Ja. Netzball! Einfach weil es kann. Einfach. Weil ich's kann. Und, okay, aber Iga, wenn es wie du ist, dann werde ich dafür sorgen, dass es auch wie du heißt. Also. Ja, ich habe jetzt auch keine Angst davor. Mein Thema, was ich eigentlich für dieses Video heute eigentlich rausgesucht hatte, war eigentlich, was ist so für euch das hässlichste Pokémon, was ihr euch irgendwie vorstellen könntet? Ich werde nicht darüber reden, weil ich über inoffizielle Pokémon nicht rede. Sondern, nee, aber wir bleiben jetzt mal im offiziellen Bereich. Ja. Das tut mir leid, dann kann ich Spammer nicht nennen, das tut mir wirklich leid. Ich hätte es gerne getan, aber... Bärmon erinnert mich halt wirklich manchmal so an eine... So eine Digi. Daran natürlich auch. Ich weiß, ich bin auch ein Digimon. So, Igel, mal gucken, wo du hingeschickt wirst. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich hab halt diesen Encounter so komplett vergessen, ey. Gut, den holst du aber auch eigentlich. Und sowas bei so einem Projekt ist eigentlich auch nett. Ja, doch, außer man denkt dran. Ja, oder man macht so eine Scheiße wie ich. Okay. Umstyling, Kinder. Okay, ich möchte eine weiße Jacke, weil die sieht schick aus. Dann, ja. Unten drunter kommt. Das Umstyling in dem Spiel ist mit am coolsten, finde ich. Na gut, es wird ja auch effektiv immer besser vom Spiel zu Spiel. Obwohl das irgendwie in Diamant und Perrymack wieder ein bisschen nachlässt, weil man da ja diese ganzen Outfits gleich hat. Na ja, gut, ich meine, das ist aber auch ein Spiel, wo es jetzt nicht zwangsläufig drin hätte sein müssen. Ja. Ich finde es halt cool, dass sie es allgemein reingebracht haben. Ich mag es, wie mein komplettes Thema einfach vorhin ignoriert wurde. Ach ja, ich hab doch über Bellmann geredet! Ja, aber Flonk nicht! Mir ist nichts eingefallen und ich würde sagen, keine Ahnung, weil ich ein edgy Boy bin, sagen jetzt einfach keine Ahnung, was ist ein beliebtes Pokémon, Glurak, fickt euch. Weißt du, was ich richtig lustig finde? Dieser Mini-Rock ist de facto effektiv kein Mini-Rock. Es ist einfach eine Hose, wo ein Rock drüber gepackt wurde.
geil. Hm. Gibt's eine weiße Hose? Ich will so komplett in weiß rumlaufen. Einfach weil es legendär ist. Die sieht man eh nicht. Oh, Alter! Pinke Strümpfe. Wir leben den Igelstil heute richtig, Jungs. Alter. Jungs und Gardinchen. Warum kann man den Charakter so cool stylen, währenddessen man bei dem männlichen Charakter immer noch den Minecraft-Block auf dem Rücken hat? Naja, ich meine, die Taschen, die wir. Es gibt andere Taschen für den männlichen, die nicht aussehen wie ein Stück Holz, aber. Ja, aber die Taschen in dem Spiel sind wahrscheinlich mit Abstand die hässlichsten. Ich meine, es mit Abstand die hässlichsten, aber mit Abstand auch die logischsten, also. Ach ja, ich kann da keine Mütze tragen mit der Frisur. Ja, wenn wir noch eine Brille anziehen. Von mir aus. Ich weiß, dass du dich überhaupt nicht dafür interessierst gerade, aber. So, wir können ihm gerne eine Brille anziehen. Ich meine, er hat ja im Real Life eine Brille, der Junge. Falls ihr nicht wisst, über wen ich rede über Iga, ist Top 45 LP. Weißt du, Pink-Weiß ist eine Kombination, die mir gerade besser gefällt, als sie sollte. Oh, warte, ich werde die Handschuhe eigentlich anziehen. Das versuchen wir jetzt einfach nochmal. Was für ein Pokémon bist du? Oh, wie sehen diese Handschuhe eigentlich aus? Welchen pinkes sind? Nee, okay. Da muss ich noch warten bis zur Feenarena? Ich meine natürlich was? Es kommt eine Feenarena. Du hast mich gespoilert! Hoffentlich. Ah ja, unser Pokémon. Der Zug läuft noch, was? Saft. Okay, dann läuft die Suche scheinbar noch. So. Iga, hast du deine Frage eigentlich beantwortet? Nicht das hässlichste Pokémon. Das könnte. Ja, ich warte. Aber das ist wieder so eine übliche Antwort. Ja gut, es ist für mich Mülltank. Okay, warum ist es eine übliche Antwort? Ich habe es noch nie gehört von jemandem. Doch klar. Also sehr viele Leute. Was heißt jetzt doch klar? Nein, habe ich nicht. Ja, weißt du, was ich höre, was nicht? Dann hast du meinen Koi. Yo, mach mal nicht. Mach einfach mal nicht. Mach einfach nicht. Weißt du was? Keine Lust. Leck mich. Okay. Tu ich. Wann? Wo? Wie? 7. Okay. Ja, ich bin zufrieden mit dem Skin. Ja, ist in Ordnung. Iga, du bist lustig. Es gehört Iga. Hat ich einfach gelustblockt. Was ist eigentlich euer Lieblings-Pokémon-Spin-Off? Abgesehen von Pokémon Ranger und PMD. Ja, Zuschauer, wisst ihr, was das Witzige ist? Er wusste genau, dass wir eins von beiden nennen. 90% aller Spieler nennen eins von beiden, die sich mal gespielt haben. Ja. Gut, wenn die zwei Optionen nicht da sind, dann gehe ich ganz, ganz, ganz gechillt zu Pokepark 2. So, allgemein, beide Pokepark-Spiele sind ziemlich fantastisch. Ja, geht ganz lässig dahin, weißt du, ihr müsst euch so vorstellen, wie er so eine Hoodie trägt mit so einer Ärmeltasche und dann. Oh, nein, kennt ihr diese komischen, diese merkwürdigen Regenwesten, wo die Taschen einfach so an der Brust sind. Und dann immer irgendwelche suspekten Türken, damit durch die Straße laufen und ihre Hände dann einfach so an ihre Brust stecken. Ihr müsst euch vorstellen, wie ich jetzt halt einfach so mit einem Sixpack
mit muskulösen Körper mit so langen blonden Haaren auf einem Pferd reite in den Sonnenuntergang. So lässig. Das kann man sich nicht vorstellen. Warum? Du bist der Typ, der beim verfickten Big Mac Review-Video an der Seite sitzt. Das zweimal. Dir würde schon ein Blöd einlegen. Ich will, nein, leck mich! Hier werde ich ein Bild einblenden, wenn das mein Video wäre. Haha, Johnny ist lustig. Clip dir doch die Scheiße raus, mach's selber, du Wichser. Jetzt Maul, du Wichser. So. Ige, was wär's für dich? Du darfst jetzt nicht Pokepock nennen. Hey, Mann! Ich will andere Antworten, okay? Oh, dann gibt's halt nicht viele. Pokémon Rumble. Nein. Außer die drei Hauptteile. Das ist jetzt wirklich schwer. Sonst würde ich halt sagen, weil eins, was ich halt zumindest noch gespielt habe, ist Pokémon Dash. Aber das will man nicht als Ige, wenn du haben. Jetzt Pokémon Dash nennst, bist du offiziell aus diesem Projekt ausgetreten. Nein. Aber ihr versteht, was ich. Ihr versteht gerade, wie schwer das ist, oder? Ige, du musst das Spiel nicht tagtäglich gespielt haben, um es zu mögen. Das ist dir hoffentlich auch bewusst, ja, oder? Ist mir klar. Ja, aber er sollte schon kennen, um es zu mögen. Ja, aber. Wir kennen allen, wir haben alle Pokémon Rumble U nicht gespielt, wir wissen alle universal, dass es scheiße ist. Ich weiß es. Pokepark 2, du hast nur gesagt Pokepark. Ja, damit habe ich die ganze Reihe gemeint, wer Flock auch die ganze Reihe genannt hat. Warte, nee. Was? Oh, das wusste ich nicht. Nett. Was? Das ist sich doch bewegen, wenn du rufst. Ja. Muss auch nicht, hab ich jetzt auch gerade erfahren. Das ist cool. Apropos cool, ihr seid es nicht. Hey, hast du eine Minute? Nein. Hab ich nicht, bitte geht woanders hin. Oh nein, für dich hab ich erst recht keine Minute, für dich hab ich lieber 10 Sekunden. Wie gefällt's dir? Könnt ihr eure privaten Gespräche auch außerhalb meines Let's Plays zu Ende führen? Könnt ihr eure Let's Plays außerhalb meiner privaten Gespräche halten, ne? Könnt ihr aufhören zu streiten? Könntest du aufhören zu heulen? Es sind immer die besten Eltern, wenn die Eltern sich streiten, das Kind ist traurig und die Eltern so, halt deine Fresse! Du Dreckspike! Ige, du kriegst Hausarrest und Spaß! Oha. Was für ein Gefühl. Ige, ich hab dich ganz, 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 ganz doll nicht lieb. Ich hasse dich wirklich sehr. Ey, Mann, wenn ich eine andere Rakete einsetze, müssen wir natürlich auch noch meine Genauigkeit senken. Ey, Ige, ja. Ich liebe dich. Nö, das ist zu spät. Das ist zu spät schon. Okay. Wir umarmen uns jetzt gleich eh wieder und dann kuscheln wir und dann haben wir uns lieb. Das ist mir zu viel. Es geht zu weit. Hilfe, Johnny, hilf mich. Fass doch einfach meinen Körper nicht an. Das möchte ich nicht. Okay. Berühren, nicht berühren. Das Berühren der Figuren mit dem Föten ist zerböten. So. Nachti. Achso, ich habe mein Spiel ja noch gar nicht genannt. Ich glaube, bei mir wäre es New Pokémon Snap. Naja. Was lustig ist, weil ich noch nicht durchgespielt habe. Ich meine, bei mir ist es effektiv wahrscheinlich auch, aber irgendwie hat das Spiel mich weniger gefesselt als erwartet. Ich meine, es hat seinen Job für mich erledigt. Ja, meinen auch, aber. Und ansonsten. Was wär's denn danach? Oh! Wisst ihr was?
sehr, sehr underratedes Spin-off ist, was die meisten wahrscheinlich nicht mal kennen. Pokémon Pinball Rubin und Saphir. Oh. Das ist so gut, das ist so ultra gut. Es ist vor allem auch so komplex für ein Pinball-Spiel, es ist so... Oh, ich liebe es. Ich hab das Stunden gesuchtet im Bus damals. Damals 1913. Ja. Das Spiel ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Das beste GBA-Spin-Off neben PMD1. Ich glaube, es ist das einzige GBA-Spin-Off neben PMD1, aber trotzdem. Na, mir wird jetzt auch spontan nichts einfallen. Ich glaube, es ist wirklich das einzige GBA-Spin-Off neben PMD1. Hm. Also warte, ich soll das nicht riskieren. So. Was ist euer Lieblings-Nintendo GameCube-Spiel? Boah. Was Nintendo GameCube oder Pokémon Nintendo GameCube? Generell. Wind Waker. Ich kann, das Problem ist, das ist jetzt schwierig. Ich hab Wind Waker nie gespielt, aber wenn ich gespielt spielen würde, wäre es sowieso mein Favorit. Also am besten wäre es für mich halt die ganzen Pokémon, also die ganzen normalen Pokémon-Spiele. Die normalen Pokémon-Spiele? Also ja, für den Gamecube. Colosseum. Ja, ein ganz normales Pokémon-Spiel. Hauptreihe. Ja, halt die Fresse. Ich nehme das mal kurz. Ich schau mal, was lustig ist. Wenn Iga einen anschreibt, schick mir bitte die Datei per E-Mail oder Dropbox, wenn er ganz genau weiß, dass wir einen Launchpad-Ordner zusammen haben. Legendär. Ich weiß auch legendär ist. Ich liebe dich. Ja. Dass mein Pokémon noch immer nicht weggetauscht wird. Übrigens, um die GameCube-Frage von meiner Seite aus zu beantworten, eindeutig Wind Waker. Und ich habe gerade meine Rangliste offen. Das Lustige ist, Wind Waker ist Platz, ich glaube, 7 oder 8. Und das nächste GameCube-Spiel in dieser Liste ist dann auf Platz 96. Ich kann GameCube-Spiele generell halt effektiv nicht so wirklich leiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht läuft. Das ist irgendwas komisch. Ich starte mal neu. Kann ich das Pokémon vielleicht nicht verschicken? Welches? Ja, sonst würde das ja nicht verschicken. Sonst würde das ja nicht mehr da stehen. Würde das nicht gehen? Welches Pokémon ist das Petora? Ja? Nein, das ist das, Flinkmon. Das sollte normal so gehen, dass das. Du darfst halt gehen nicht in den Kampf, das ist. Mag das nicht so. Warte einfach mal einen kurzen Moment. Erzähl mal eine Fanfiction. Es war einmal ein. Vergiss es. Es waren einmal zwei Trainer, die in Einal waren. Vergiss es! Alles Gute, Ige. Denk dran, Ige, Ige ist toll. Manchmal bekommt ja ein Ige von Ige ist toll. 45. Mann, ein Traslab Ultraball. Darf meine Fanfictions nie erzählen. Na, wir waren ja schon fertig mit dem Tausch. Es tut mir leid, wir haben Regeln in diesem Projekt. Ein Trassler. Schön, dass ihr alle aufmerksam zuschaut. Ich war aufmerksam. Ich musste dich nur beleidigen. Oh Mann, wisst ihr, was das kann an Attackenheuler? Nein, unsere Stimme. Das ist ein Zuchtrest. Hast du aber Glück gehabt. Mann. Jetzt komm, erwarten dich irgendwann mal zu benutzen, Trassler. Nicht heute, nicht morgen und nicht die nächste Zeit, aber. Oder was denn schlecht hat es? Alter, wie geil, Kadi. Alter, Arn ist wieder da! Mein gutes Arn ist wieder da!
Niemand von euch wird Aaron kennen. Ich werde jetzt Aaron hier einblenden. Ich möchte mein erstes Pokémon. Wir bekommen Trasma. Yes! First try, Leute. Ralf wurde gefangen. Oh mein Gott, ich weiß, wie ich dich nenne. Ich weiß easy, wie ich dich nenne. Cool. Ich weiß, wie ich dich nenne. Ich nenne dich Ralf. Ralf Reicht, hab ich recht. Nein! Fuck! Er heißt R. Ich hasse es, dass ich es tun werde, aber. Er wollte es damals seinen Traster Ralf nennen und hat auch R auf einmal bestätigt gekriegt und das war die Geschichte. Ja, genau, das werde ich auch einblenden. In dem Falle, dass ich es nicht eingeblendet habe, danke Flunk. Ich kenne seine Videos nicht, weil ich sie geguckt habe, nein, weil er mir gefühlt jeden Tag erzählt, wie scheiße sie alle sind. Ey. Das ist korrekt. So. Denkst du Schlüge oder was? Naja, ab und zu. Zum Beispiel, ich find's echt nicht so cool, dass du gelogen hast, dass du Analverkehr mit deinem Bruder hattest. Das fand ich echt nicht mal so cool von dir. Ich hasse dich. Ja, das ist die Sache, weißt du, er geht mitten in die Hauptstadt, weißt du, stellt sich auf den Marktplatz und posaut das rum und im Endeffekt erfahre ich, dass es gar nicht stimmt. Weißt du, wie verarscht ich mich gefühlt habe? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte Hoffnung in den Flon gesetzt. Und dann tut er sowas. Ich weiß auch nicht, von was er redet. Na, Flon, jetzt kriegst du mich wieder zurück. Das funktioniert aber wieder nicht. Das kannst du vergessen. Was willst du von mir? Einmal gelogen, immer gelogen, nur Kackspaß. Was willst du? Geld! Ich will einfach nur Geld! Und einen vernünftigen Job! Ich hab einen vernünftigen Job! Einen vernünftigen Job, der vernünftig bezahlt wird! Ich möchte in dieses Gespräch nicht weiterführen. Oh Mann, ey. Geht in die Pflege, um hier rauszugehen, einfach nur wegen dem wenigen Geld, okay? Geht in die Pflege. Was bekommt ihr? Nichts. Und ein Händeklatscher am Fenster. Geht in die Pflege, was bekommt ihr? Nichts. Und 3 Jahre lang Rückenschmerzen. Seid ihr auch Waggon-Fans? Ja, Mann. Ja, meine Lieblingswaggons sind die aus der Thomas die Lokomotive, die einen immer an, die mal einen böse angucken. Wer Waggon? Hier in der Galamine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typen Wasser angehören. Das ist so dumm, das ist ein Satz. Deswegen habe ich es auch ausgesprochen. Junge, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das macht die ganze Sache einfach nur noch schlimmer, wenn man es einfach so hingenommen hätte. Von mir oder dass die Leute es effektiv so als Ort bezeichnen, das macht es einfach. Oh. Nee, ich war heute in der Galamine 2 und hab mit meinen Pokémon gespielt. Jeffrey, du sollst deine Pokémon nicht vergewaltigen. Weißt du, anstatt sie irgendwas gemacht hat, was Kreatives wie Leuchtmine oder was auch immer. Er hat eine Leuchthöhle, es muss reichen. Ich meine, man hätte sie effektiv nennen. Die erste ist ja wirklich mehr so wie ein Minenschacht, da wäre die erste die Mine gewesen. Hier das... Pokémon von? Ja. Alter. Wisst ihr, was lustig ist? Ein Schild kriegt man dieses Pokémon nicht. Wisst ihr, was noch lustiger ist? Ich werde kein Karadonis in diesem Place zu fangen. Ja. Warte, hab ich gesagt, ein Schild kriegt man dieses Pokémon nicht. Ich bin auch so bescheuert, ich meine da natürlich ein Schwert. Ich hab nicht mal drauf geachtet, weil ich ganz ehrlich bin. Ja, ich achte auch nie drauf, was ich oder du sagst. Was ich sagst. Oh was Mann, ich oder du sagst. Dauern. Pflücker. Nom 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 nom. Okay. Hatzducken. Ja, wie lange wird es wohl dauern, bis das erste Pokémon stirbt? Ich weiß es ja nicht. Mann, jetzt muss ich Fletiamo auch wieder reinnehmen.
Es ist so unfair! Ich würde dieses Pokémon nicht angreifen. Ich würde vielleicht Azumarill reinnehmen. Finsterball! Ist gar nicht mal so in Ordnung! Stellt euch vor, ihr wartet die ganze Zeit, dass euer Pokémon getauscht wird, nur damit es im ersten Kampf effektiv direkt stirbt. Das war nicht dieses Pokémon. Noch eben, das war auch nicht dein erster Kampf. Das würdest du alles mitbekommen. Wenn du einmal in dein Scheißleben auf den Bildschirm gucken könntest! Tut mir leid, ihr habt mich mit etwas beauftragt und das habe ich getan und dann ist es auch nicht richtig. Ich hab dich nicht damit beauftragt. Doch! Ihr seid manchmal echt komische Leute. Sagt Ige! Muss es heißen. Was willst du denn damit sagen, Johnny, ha? Dass du eindeutig sehr merkwürdig und dubios bist. Nee, wir lieben dich, aber wir wissen nicht, welche Beweise hast du dafür? Ich brauch keine Beweise. Man muss sich nur angucken dafür. Detlef, die Soße. Das ist lustig, wenn mein Judo-Trainer heißt Detlef oder hieß Detlef. Also, er heißt immer noch so, aber. Er hieß damals so und dann hatte er Krebs. Willkommen im Team Rollins Rassler. Ein gutes Arl ist wieder da. Dann würdest du bitte eine Deathbox machen für das Iskala? Ach ja, stimmt. Ich bin. Tut mir leid, ich bin gerade so verstrahlt von meinen absoluten. Bis jetzt am liebsten gestorben. Das, ja. Wisst ihr, was mir in diesem Spiel fehlt? Boxendesigns. Die nicht langweilig sind. Ich meine, sie passen zum Spiel. Na, aber es ist langweilig! Ja, ich hätte es auch nie anders behauptet, aber immerhin passen sie, sie hätten auch einfach, keine Ahnung, einen Hibiskus-Hintergrund machen können. Stimmt, es gab mal so einen. Was war denn der Typ Flug-Hintergrund? Das vielleicht? Ne, das war Eis, das war glaube ich Flug. Keine Ahnung. War schon passen. Name. Das könnte aber auch Wasser sein, aber was ist, keine Ahnung. Wir nennen sie da Müll. So, alle Pokémon, die sterben, vergrabe ich immer generell im Flonks Garten, wenn er nicht hinguckt. Okay. Jetzt haben wir das auch geklärt. Warte, was? Was? Ich dachte ich gerade schon, du hättest gesagt, nicht Iskala! Ah, ich fühle mich betrunken! Du bist so ein Vollflonk! Boah, die Beleidigung Vollflonk habe ich auch ewig nicht mehr gehört. Nein! So, wir haben Trust da vorne. Obwohl, nee, ich glaube, da hat es nicht ganz. Katrionalstellung? Einfach akzeptieren. Oh mein Gott, es ist jetzt halt ein Pokémon gestorben, aber. Ich find's schön, wie wir jetzt 5 Minuten nicht mehr darüber geredet haben, dass ein Pokémon gestorben ist, einfach so hingenommen haben. Und Iga so. Naja, ich weiß, es ist ja gerade ein Pokémon gestorben, aber ihr müsst ja nicht so traurig sein. Ich bin super untraurig. Sehr uneinfühlsam, leck mich. Ey, ach ja, wie hieß dieses Pokémon? Ralf. BTF, Trasser lebt! Krankentanz, Junge! Nur um dich zu triggern. Junge, bist du behindert? Krankentanz kann uns die... Soling von Wonderlock retten. Oh, ich sehe auch, was das hier hinauslaufen wird, okay? Johnny, ich bitte dich darum, dass du ihn, dass du gestartet hast, Ryan bringst. Bist du, das ist natürlich, weil ich sehr lerne, ich würde dich nur triggern. Schon sagen, ey. Junge. WTF-Flunk. Ganz behindert bin ich auch noch nicht. Ich hab echt kurz an dir gezweifelt. Dein Ernst? Das ist echt ein Typ Nose, das einmal alle 9 Runden trifft. Vielen Dank, nein. Ich meine, zum Anfang ist es ganz nett, denke ich.
So, dann möchte ich jetzt halt bitte meinen Counter haben. Da ist Meisterball drin. Sag ich doch. Achso, ja, brich einfach auch einfach den Tausch ab. Ich habe eigentlich keine Lust mehr gehabt zu tauschen. So. Der Tausch war gerade auch am Laufen. Ja, aber es wird nicht mehr angezeigt, deswegen war ich kernverwirrt. Das war schon so behindert. Du bist behindert. Alter, Kolchos. Ich kann kein Russisch mehr. Alter, Flunk! Alter. Was für ein Pokémon gibst du mir denn? Alter, Weed! ich gebe. Wir werden es sehen wahrscheinlich. Weißt du, ich bin glücklich, dass R wieder da ist. Ja, jetzt kriegen wir noch, keine Ahnung, Kevin. Mann, ich will doch kein Evoli. Ey, das ist so ein richtiger Kevin. Ich hoffe, mit dem Trick ist es zu ein Flamara. Evoli ist inzwischen so langweilig geworden, weil es überall ist, ey. Das Gen 5 Zeiten, das war richtig cool. Nein, weißt du, wie selten Evoli in Gen 5 war? Ja, ich weiß, und relativ ich davor. Geschenkt. Ja, eben drum, du hast geschenkt bekommen. Es war nicht irgendwo voll häufig zu fangen und overused wie sonst was. Es war was Besonderes. Ich meine, wenn man wusste, was züchten war, hat man ganz viel gehabt. Ich wusste es effektiv erst in, keine Ahnung, in Gen 6 Zeiten. Ja, klar, aber. Naja. Ich wusste auch. Ey, lustige Geschichte, was so Pokémon-Eier anging. Ich habe das irgendwann in meinem Magazin gelesen, dass es sowas gibt. Ich dachte, die geben da einem random in der Pension. Ich wusste nicht, dass man dafür Pokémon abgeben musste. Sehe ich auch so. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Das war ganz schön scheiße, der Part. Oh. Hallo, R ist wieder da. So im letzten Part, glaube ich schon. Ich hab keine Ahnung, wenn der. Nee, A haben wir doch gerade eben bekommen. Ah, stimmt. Wir haben R bekommen, fick dich mal. Ich mag es, dass er uns vorwirft, wir würden nicht aufpassen, aber selber vergessen, was in dem Part passiert ist. Lass uns eins einfach nie vergessen. André stinkt. Guck mal, wo XL-Dünner.